Aloha, ich grüße euch. Ich habe hier eine kleine Emmy am Arm. Aber darum geht's nicht. Ich habe für euch einen Teddy-Live-Rundgang. Ich muss es euch filmen. Auch im Teddy ist der Herbst eingezogen. Das habe ich euch gefilmt. Ich habe natürlich noch ein bisschen weiter geguckt. Ein paar Sachen habe ich gekauft. Das möchte ich euch im Anschluss zeigen. Aber die Herbstdeko und alles, was Teddy jetzt schon so hat, auf jeden Fall unser Teddy, das seht ihr nach dem Intro. Ja, hier ist die Herbstdeko im Teddy. Die haben ordentlich aufgerüstet bei uns. Ich weiß nicht, ob das teils, weil es abgepreist ist, von letztem Jahr ist. Keine Ahnung. Ich habe es nicht mehr so genau am Schirm. Aber große Auswahl. Gleich kommen auch noch Kürbisse. Und Halloween ist auch schon da. Naja, ist ja auch schon Juli, ne? Also von daher. Ja, nicht schimpfen. Also ich zwinge die Geschäfte nicht dazu, es schon in den Laden zu bringen, sondern ich filme nur, was ich sehe. Von daher, und euch interessiert ja, was ich sehe. Und ihr wollt ja auch wissen, was bekomme ich in welchem Laden. Und von daher für euch gefilmt. Nette Türhänger oder auch fürs Fenster. Füchschen, Laternen. Oh, da kommt, ich stehe ja nicht auf Halloween. Gleich kommt was ganz Tolles. Das, oh, das gefällt mir gut. Zeige ich euch gleich. Ja, ne? Pilze, Igelchen zum Hinstellen. Da habe ich jetzt nicht nach dem Preis geguckt. Dann mal die Holzeulen. Ja, die Physalis. Und noch mehr. Hinstellerschen, Hinguckerschen, Abstauberschen. Für jeden Geschmack etwas. Ja, da muss ich gucken. Die Kürbisse gefiel mir von der Farbe, aber dieses Gestrüpp da dran hat mir nicht gefallen. Aber ist ja Geschmackssache. Ne? Ja, schön Laubblätter und die Wichtel, Kantenhocker, Lichterketten, ne? Die Igelchen, die glotzenden Igelchen. Da haben wir auch noch ein paar schöne Pilze. Kann ich mir auch sehr schön auf so einem Dekotablett vorstellen. Ja, und die Birne fand ich ja toll. Also, aber die passt bei mir nicht. Das war für was ganz Feines und ich bin ja eher so grob. Ja, dann die schönen Kürbisse. 3 Euro. Habe ich einfach mal geschaut, wie die preislich liegen. Da die Wichtelchen in Reihe. Dann noch mehr alles so Keramik- oder Tonfiguren. Da oben noch größere Kürbisse. Und da haben wir auch noch mal so einen Samtkürbis. Ich kann es jetzt gar nicht lesen. 5 Euro, ja. Ich wollte es mir merken, habe ich auch schon wieder vergessen. Hier auch in schönen Farben. Aber denkt dran, der letzte Action-Rundgang, da gab es ja auch schon tolle Herbstdeko mit den kleinen Kürbissen für 72 Cent. Mega, ne? Obwohl, das waren niederländische Preise. Kann sein, dass hier etwas abweicht und vielleicht 10 Cent teurer sind. Ungefähr, circa. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich wollte euch die Herbstdeko zeigen. Hier haben wir Tischläufer. Da die Halloween-Kürbisse, dann wieder Eulchen und hier für die Haustür. Oder Kürbisse und das Laub, Laubgirlanden, dann so ein Gesteck für Kerzen. Türschild, so herbstliche Vasen. Also es war eigentlich irgendwie alles so, überall stand irgendwas. Die waren auch recht hübsch, aber ich glaube, die waren auch 6 Euro. Ja, 6 Euro. Ja, ist schon eine Hausnummer, wenn man 3 Stück kauft, ne? Da ist man schon Taler los. Ja, ich glaube, die Servietten gab es letztes Jahr auch. So, dann hatten wir hier so Laub. So sah das ganz gut aus, aber dann habe ich mal umgedreht. Naja. Dann die Eulchen und noch mal ein bisschen Herbstlaub, dann so Filzgirlanden, Igelchen,
Und die Kürbisse. Und jetzt kommen wir langsam, schwenken wir zu, na, noch nicht ganz, aber Halloween kommt jetzt jeden Augenblick. Da auch nochmal Herbstservietten. Tischsets als Igel, als Laub. So Lampen. Und da kommt Halloween. Und ja, erstmal die finde ich toll für Fotos. Und jetzt, ich bin ja kein Halloween-Fan, absolut nicht. Und guckt mal da, dieser Kürbis und hier diese Fledermaus, Wabendekoration oder Hängedekoration. Oh, mega. Ich glaube, das hole ich mir. Das, oh, fand ich so niedlich. Richtig cool. Ja, also Halloween fängt hier auch schon an. Und hier haben wir noch mal ein paar Kürbisse und ein paar, ja, andere Hinstellerchen. 2,55. Ja, und jetzt geht's schon los. Ja, das war die Herbstdeko von Teddy. Ich will mal Action sagen. Eieiei. Von Teddy. Ich denke, die legen auch noch ein bisschen nach. Preise, ja, haben gut angezogen. Es war auch schon Weihnachtsdeko da. Die habe ich jetzt nicht gefilmt. Ich denke, das waren Reste von letztem Jahr. Aber ich habe ja auch schon gesehen, andere Teddys haben schon die Weihnachtssachen da. Das wurde ja auch in meiner Gruppe schon gepostet. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte euch jetzt zeigen, was ich gekauft habe. Deko nämlich gar nichts. Also ich kaufe nur noch ganz wenig Deko, weil ja, ich bin schon 3x7 alt und da läppert sich so einiges, weil ich ja auch Jäger und Sammler bin und mich schlecht trennen kann. Und da möchte ich erstmal gucken und kaufe jetzt nur noch ausgewählte Sachen, wo ich wirklich sage, ja, das möchte ich haben. Von daher durften nur ein paar Kleinigkeiten mit. Und jetzt schmeiße ich mal Emmy von meinem Arm. Emmy, geh du mal hier hin. So. Und wir fangen an. Achtung, Kühlkörper. Nee, Emmy will unbedingt auf den Arm. Da komm. Ich schau mal, was sie möchte. So, dann eben mit Hund auf dem Arm. So, die will unbedingt gekraut werden. Ich habe runtergesetzt gekauft. Eigentlich 1 Euro, jetzt 65 Cent. Diese Perlen, die habe ich dreimal gekauft. Zweimal zum Verschenken, wenn ich sie dann wiederfinde, wenn ich sie verschenken möchte. Ich versuche jetzt mal einhändig hier zu öffnen. Das ist hier Drehen unter erschwerten Bedingungen. Aber Hauptsache, Emmy ist überhaupt auf meinem Arm. So. Ja, mir gefallen die auch ganz gut. Das ist ein so ein Bogen. Also 65 Cent in unserem Teddy. So sieht's aus. Schöne, changierende Halbperlen. Selbstklebend und so ein paar Cabochons. Ja, für 65 Cent durften sie mit. Die hatten auch noch so eine andere Serie davon. Die waren anders verpackt. Ja, die waren nicht runtergesetzt, deswegen habe ich die da gelassen. Ja, die durften mit. Einmal das. Dann, den testen wir gleich. Ich nehme an, den habt ihr schon ganz oft gesehen. Ich habe ihn auf jeden Fall schon ganz oft gesehen, gepostet bei Facebook und auch bei YouTube. Der schöne Eichhörnchenstempel für 1,55. Und ich bin total gespannt, wenn der sich nicht gut abstempeln lässt, dann war es der letzte Stempel, den ich bei Teddy gekauft habe. Weil das letzte Mal, die Mandalas, die waren grande Katastrophe. So, aber das testen wir gleich. So, und dann, ich habe Textmarker genug, aber es waren Glitzer-Textmarker. 2,55 und die wollte ich gerne mal testen. Ich habe ja auch nicht Glitzerstifte genug. Und das machen wir jetzt mal. Ich öffne mal das Paket. So wie das irgendwie anderthalbendig geht. Ei. Ups. So, blau und rosa. Es gab auch noch lila und blau. So, Emmy, du musst dich entscheiden. Von Mapped. So sehen sie aus. So, Emmy, jetzt komm mal hier. Und ich bin total gespannt. Und ich habe ja hier, das habe ich euch ja mal gezeigt von Action, das ist mein Einkaufsblock. Ne, das war der, ich glaube, 89 Cent, dieser Skizzenblock. Den habe ich mal zurecht gemacht. Und ja, ich habe noch nicht ganz so oft benutzt, aber ich habe ihn schön dekoriert.
Und ich kann die Seiten nicht rausreißen, ihr Lieben. Ich kann es nicht raus. Das ist aktuell. Ja, und hier, also ich habe ganz viel, ne, einfach mal getestet und habe dann Spaß beim Einkaufen. Das macht richtig Spaß, dann einen Einkaufszettel zu schreiben oder andere Notizen. Und das klebt. Ne, probiert es mal aus für 89 Cent, ich glaube 100 Seiten oder was da drin ist. Und Stencil ausprobieren, Washi-Tape. Hier ist den Wolkenstencil ausprobiert. Ne, also ganz, ganz, ganz. Ja, ich glaube, das war's dann. Ne, hier ist noch ein bisschen. Da auch. So, ihr seht, ich habe auch hier. Schön. Da auf den Einkaufszettel schreiben. Mega. So, darum geht es aber jetzt nicht. Ich trifte ab, sondern wir nehmen den jetzt einfach mal zum Test. Und zwar nehme ich dann die Rückseite hier. Einmal blau. Und ich bin total gespannt. Ja, es glitzert auf jeden Fall. Und man kriegt auch eine ordentliche Linie hin. Es ist hier drauf. Seht ihr den Unterschied? Es ist eher grün. Ich weiß nicht, ob ihr es glitzern seht, aber es glitzert. Ich nehme an, es kommt auch drauf an, wie das Licht einfällt. Jetzt probieren wir mal den hier. Sehe ich einen Glitzer? Ich muss mal kurz hier. Sorry. Naja, also der hier ist auf jeden Fall cool. Ne, dieser blaue, der jetzt eigentlich grün schreibt. Oh, ja, doch, ja, man sieht den Glitzer. Man sieht den Glitzer. Vielleicht sollte ich auch weißes Papier nehmen und nicht dieses hier. Jetzt gucke ich mal, habe ich irgendwo weißes Papier. Jetzt haben wir es wieder, ne, das freie Dünsrad und Papier. Hier habe ich noch so ein Stück Rest. Jetzt machen wir das auf weißem Papier. Das ist das Alkoholmarkerpapier von Action in dem Block. Gucken wir mal, wie es da aussieht. So. Ja, doch. Ja, man sieht den Glitzer. Also auf Weiß kommt viel mehr raus. Ich weiß nicht, ob ich es einfangen kann. Es glitzert. Es ist okay. Also jetzt kein unbedingt. Oh, doch, glitzert doch schön. Doch, sieht gut aus. Doch, es ist cool. Doch, Kaufempfehlung, sieht gut aus. Ich bin gespannt, wie lange die halten. Schauen wir mal. So, und jetzt kommen wir zu den Stempeln. Die wollte ich auch hier drauf ausprobieren, weil ich wollte auch die Rückseiten alle noch dekorieren. Ne, weil ich schreibe ja nicht nur einseitig meinen Einkaufszettel, sondern wir sind ja umweltbewusst. Nicht immer, aber immer öfter. Aber ihr wisst es ja, ne? Ich versuche natürlich umweltbewusst zu handeln in den alltäglichen Sachen. Mit Müll trennen und, ne? Entschuldigung, Obst ohne Verpackung kaufen. So, Stempelhilfe. Stempelhilfe oder Acrylblock. Moment, einmal Stempelhilfe. Und ups. Dann stempeln wir jetzt mal das Eichhörnchen ab. Mal so rum. Nee, das war falsch rum. So. Ich nehme das Stazon, weil ich ja drüber schreiben will, den Einkaufszettel. Und ich bin gespannt. So. Ach ja. Okay, kann sein, ich hier oben nicht ein bisschen, aber ach, guckt mal. Das ist doch niedlich, ne? Ja, finde ich schön. Sehr schön. Putz mal kurz drüber. Aber Stazon ist ja eh,
Da verfärben sich die Stempel ja eh. Und ich bin da, wie soll ich sagen? Also wenn der Stempel schwarz ist, ist er schwarz. Der Son färbt ja dann nicht ab. Da kann ich auch in eine andere Farbe rein. Das sehe ich nicht so eng. Das haben wir hier, die Eichel. Muss man echt fühlen. Ich glaube, das ist aber richtig. So. Die machen wir hier oben hin. Ups, jetzt bin ich verrutscht. Also kann sein, dass der nicht sauber ist. Doch, auch. Guckt mal. Sehr schön. Kann ich mir auch embossed richtig gut vorstellen. Sehr schön. Sehr, sehr cool. So, was haben wir hier noch? Blätter. Und das hier ist noch so ein Pilz. Den Pilz, ich stempel einfach mal alles ab. Dann habt ihr alle mal gesehen. Weiter. Und dann ist mein Block auch schon wieder weiter dekoriert. Das mache ich immer so, wie ich Lust habe. Und einfach auch da mal versuchen. Weil es ist ein Einkaufsblock. Und ja, wenn es versaut ist, ist es ein Einkaufszettel. Ist nicht schlimm. So, hier die Pilzchen. Auch sehr schön. Das ist natürlich auch undankbares Papier. Kein perfektes Papier zum Stempeln, aber ich finde es okay. 1,55 das Set. Da kann man ja nicht motzen. Also cool. Richtig klasse. Hier haben wir noch die anderen Pilze. Machen wir hier neben. Auch schön. Toll, oder? Tolle Motive. Ich war erstaunt, dass unser Teddy das hat, weil der ist ja auch nicht so gut bestückt. Meistens nicht. Aber ich bin auch nicht so oft im Teddy. Ich gehe ja viel im Rewe einkaufen. Der hat im Moment zu, weil der umbaut. Und da bin ich dann doch oft öfters da, wo der Teddy ist, einkaufen. Und da flitze ich schon mal schnell rüber, aber meistens kaufe ich nichts. Manchmal filme ich und hier, so, wie rum? Ist egal, ich stempel jetzt einfach mal, ich kann es nicht einschätzen, wie rum. Ja, oder hätte es andersrum, ja, hätte andersrum gemusst. So. Ne, sind das Nüsse, ne? Würde ich sagen. Oder? Wisst ihr, was das ist? Maronen, Nüsse, Apfel. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber schön. So, und jetzt noch das Blatt zum Schluss. Ne, und wenn man da schön im Bullet Journal was Herbstliches dekoriert oder eine Karte damit macht. Richtig klasse. So, und das Blatt mache ich jetzt mal so hier hin. Auch sehr schön. Das ist das Blatt. Ja, so, einmal als Beispiel abgestempelt. Wenn ich das Video finde, wo ich den Block gezeigt habe, dann verlinke ich, also dann kommt das im Anschluss. Also wer weiterschauen will, kann das natürlich gerne tun. Würde ich mich freuen. Über ein Abo sowieso, aber das wisst ihr ja, das sage ich ja jedes Mal. Und über ein Däumchen und über einen netten Kommentar freue ich mich natürlich auch. Euch erwartet, ist schon abgedreht. Mal gucken, wann ich es hochlade. One Day Saving mit Wachssiegel, mit einem elektrischen Wachssiegel-Schmelzteil. Ja, seht mein Resümee davon. Ja, und noch einiges mehr. Ich habe noch mal eine Anfrage gekriegt wegen der Boxen aus den Stanzen. Können sich vielleicht die einen oder anderen daran erinnern. Kommt. Aber ich weiß nicht wann. Ich mache keine Zusage, aber es kommt irgendwann. So, ihr Lieben,
Sag mal, was ihr von den Stempeln haltet. Ich finde die cool. Für 1,55 kann man da nicht motzen. Das Eichhörnchen ist besonders niedlich. Richtig, richtig schön. Und ja, viel Spaß beim Shoppen, beim Schauen oder beim Basteln. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.